Hey, Julian Krause hier und hier mal ein direkter Vergleich vom Canon 24-105 F4 IS USM in der ersten Version und dem 24-105 Mark II. Ja, Canon hat der zweiten Version ein leicht verändertes Design verpasst. Das neue Objektiv hat jetzt hier auch einen etwas breiteren Zoom- und Fokusring. Von der Größe sind aber beide Objektive recht ähnlich. Die zweite Version ist hier nur minimal größer. Vom Gewicht her ist der Unterschied allerdings wieder dann etwas größer. Mit Gegenlichtblende bringt die Version 1 ca. 700 Gramm auf die Waage und das Mark II wiegt hier mit 830 Gramm ganze 130 Gramm mehr. Also auf jeden Fall ein merklicher Unterschied. Beide Objektive fahren übrigens beim Zoomen vorne etwas aus. Der Tubus des 24-105 Mark I ist ja dafür bekannt, dass er durch sein eigenes Gewicht von alleine ausfährt, wenn man das Objektiv etwas nach unten hält. Beim Mark II sitzt der Tubus jetzt zwar deutlich fester, aber mit der Zeit könnte sich natürlich da der Zoom-Mechanismus auch ein wenig abnutzen. Deswegen ist jetzt auch am Mark II hier noch ein Schalter zum Feststellen des Zooms verbaut. Mit dem kann man hier das Objektiv in der 24mm Position arretieren. Beide Objektive besitzen natürlich auch noch einen Schalter zum Ein- und Ausschalten des Autofokus und einen Schalter zum Aktivieren des Bildstabilisators. Der Bildstabilisator wurde in der zweiten Version auch ein wenig überholt und stabilisiert jetzt bis zu 4 Blendenstufen. Der Bildstabilisator in der alten Version stabilisiert nur bis zu 3 Blendenstufen. Hier muss ich aber dazu sagen, dass mir der IS in der ersten Version schon sehr gut gefallen hat und jetzt der IS in der zweiten Version nochmal ein bisschen besser ist. Der Autofokus der beiden Objektive verhält sich meiner Meinung nach recht ähnlich. Beim neuen Objektiv ist der Autofokus nur einen ganz kleinen Ticken schneller und trifft noch ein bisschen zuverlässiger. Aber der Unterschied zwischen den beiden Objektiven ist jetzt echt nicht dramatisch. Beide Objektive befinden sich von der Autofokus-Performance her hier auf einem sehr hohen Niveau. Okay, und jetzt noch ein paar Testbilder hier zum Vergleich. Bei Offenblende und 24mm sind beide Objektive in der Bildmitte fast gleich auf. Das Mark II ist hier nur ganz leicht schärfer. Zum Bildrand hin wird der Unterschied aber dann deutlich größer. Das Mark I weist hier eine leichte Unschärfe auf und das Mark II ist hier schon gut scharf. Die Vignette ist beim Mark II übrigens auch ein gutes Stück schwächer als beim Mark I. Chromatische Aberrationen sind aber bei beiden Objektiven hier auf ungefähr dem gleichen Niveau. Abgeblendet auf f8 holt das Mark I dann in puncto Schärfe deutlich auf und beide Objektive sind hier jetzt von der Bildmitte bis zum Rand hin ungefähr gleich scharf. Ja, hier seht ihr jetzt mal die Performance bei 50mm mit Offenblende und da ist die Bildmitte des Mark I auch ungefähr gleich scharf wie die des Mark II. Zum Rand hin fällt die Schärfe des Mark I aber dann wieder deutlich stärker ab als des Mark II. Abgeblendet auf f8 sind dann wieder beide Objektive gleich auf, auch die Ränder sind hier kaum zu unterscheiden. Und bei 105mm wiederholt sich das Ganze hier noch einmal. Ein Unterschied der Schärfe bei F4 ist in der Bildmitte eigentlich nicht zu erkennen. Zum Rand hin gibt es hier aber wieder einen deutlichen Schärfeunterschied. Chromatische Aberrationen sind bei beiden Objektiven hier auch gleichermaßen zu sehen. Abgeblendet auf F8 holt das Mark I dann wieder auf und beide Objektive sind jetzt von der Mitte bis zum Rand hier auf ähnlichem Niveau mit vielleicht einem minimalen Schärfevorteil für das Mark II. Also alles in allem ist die Bildmitte des Mark I und des Mark II bei Offenblende fast gleich gut. Wenn überhaupt ist das Mark II hier einen Hauch schärfer als das Mark I, aber der Unterschied ist eigentlich vernachlässigbar. Die Bildränder vom Mark II sind bei F4 aber immer deutlich besser als beim Mark I. Abgeblendet verschwinden dann fast jegliche Unterschiede zwischen den beiden Objektiven. Beide Objektive sind dann schärfetechnisch ziemlich gut. Ja, solltet ihr euch jetzt also für das Mark I oder für das Mark II entscheiden? Das kommt natürlich so ein bisschen drauf an. Wenn ihr wirklich keinen Kompromiss in der Bildqualität eingehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall hier zur zweiten Version greifen. Zusätzlich bekommt ihr noch einen leicht verbesserten Bildstabilisator und Autofokus. Wenn euch die Bildqualität des Mark I ausreicht, dann würde ich euch empfehlen, mal die Augen nach einem gebrauchten Objektiv offen zu halten. Die Version 1 gibt es nämlich gebraucht mittlerweile für den halben Preis von dem Mark II. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt einfach einen Kommentar. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann.